Ja. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wo werden wir zusammengeschaltet werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Die ist kaputt. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Ja. Bestimmt. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Das ist ja doof. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Gern. Lasst uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht... Keine Spur von Donna, Goal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Ja. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Gut. Vielleicht klappt das auch... Hier! Nee, nicht da. Hey. Ich meine natürlich. Hier. Da. Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ganz schön gewittrig hier, was? Oh ja. Wie schaffst du es nur so ruhig zu bleiben? Wenn du erst dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast... Dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du schnubbeldi-bubbeldi-wupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-schnupp? Cool. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schaue dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Ja. Super. Schritt 1. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Oh nein, du Armer. Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klug wie du bist. Genau. Genau. Was sind das für Tipps? Die Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten soll? Ach, du willst dich doch nur über mich lustig machen. Ihr kennt doch jedes Kind. Ich kenne sie ja auch. Aber ich fühle mich für dich verantwortlich. Darum muss ich sicher gehen, dass du sie auch kennst. Oh, da
das ist so lieb. Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Also, Wasser, Baum, Regenschirm. Und dann wird man von einem Blitz getroffen, ja? Aber nicht doch. Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Das Wasser, kennen wir Baum, schon. Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Willst du im Lotto gewinnen? Cool. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Jetzt machst du es auch noch. Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Okay. Weiter geht's. Ich folge dir. Das heißt, wir brauchen echt diesen Regenschirm und irgendwie Wasser. Mist. Ey, Jo! Was geht ab, Bruder? Ach du Mann. Na los! Übertreib, du bist ein Stink. Ah ja. Bekomme ich jetzt den Schirm? Hast du mir etwa was zu essen besorgt? Ach, ich sterbe fast vor Hunger. Das ist gut. Ich nehme es dir. Ein bisschen mehr schlottern und weniger jammern. Dann ist. Ich richtig eng dran, was. Logen. Ob niemand. Du siehst hungrig aus. Nichts. Aber ich könnte gerade. Wie? Du kannst eben Händler essen. Was? Na, Anfänger. Schuhe. Wollen wir echt Schuhe? Wo soll man denn Schuhe herbekommen jetzt? Das ist dämlich. Moment. Schleuse? Salana i jung ayeses. Hä? Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Wieso hast du denn den Hebel und wieder zurück? Die Delfine sind offenbar immer noch deprimiert. Ich muss wohl einen Weg finden, sie aufzumuntern. Ich muss wohl. Ja, aber bringt das jetzt was, nachdem wir da einmal. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Da wusste es, weil es einmal nur der Hinweis, es war einmal an den Hebel ziehen müssen. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Nee, das funzt trotzdem nicht. Das ist doch dämlich. Ich muss wohl ein. Oder einfach nur den Kuli erstmal öffnen. Geht das? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine gehabt. Da passiert gar nichts. Verdammt. Mein Plan braucht wohl. Macht alles keinen Sinn. Rouge, du dem Organon und so. Wie hast du es geschafft in der Küche? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich mir Erfolg habe. Cool. Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens. Wer wickte Gagdonne? Nie gehört.
Hä? Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst. Sprich mit Nummer 26. Aber er war dir nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Bichard zu bestellen. Ja, gut. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Spaßmarkt. Der Shopomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Tada! Donner ist untergetaucht. Da wünschte ich wascht, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Pizza auch sehr lecker. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Popel? Aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen, wie hier in der Kanalisation, auch niemand. Und stehen sogar langsam die Duftbäume auf. Ich gehe dann mal Tauchboote jagen. Du da. Okay, kann man zurück. Jetzt habe ich eine Idee, die mir gerade so eingefallen ist. Wir haben ja die Duftbäume geklaut. Können wir zurück zum schwimmenden Schwarzmarkt, ja. Das ist sogar möglich. Wir kommen ja hier vorne nämlich noch in den Gadget-Shop. Oh. Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie annehmen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Okay. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht, wir müssen vorsichtig sein. Nee, ich will nur zum Gadget-Shop die Duftbäume verkaufen. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Wow. Fackel. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ich probier mal die Tür. Köderfischer. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Köderfisch. Ich probier mal. Die Tür war fest. Okay, also so wird es definitiv nix. Aber vielleicht reicht der Fisch als Essen. Ist zwar kein Schuh, aber vielleicht geht das ja trotzdem. Goon. Du siehst hungrig aus. Bin ich auch. Aber ich könnte... Du kannst eben Penner essen. Was? Na, Anfänger. Okay. So oder so wird es gerade überhaupt nichts. Aus welchem Grund auch immer. Ich gehe noch mal hierhin zum schwimmenden Schwarzmarkt, weil ich ja hier eh hin muss.
Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Ich weiß. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht... Nichts ist sicher. Zumindest nicht... Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Okay. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Wow. Weiter geht's. Ich folge dir. Gut, dann müssen wir vielleicht einmal hier ändern was. Hallo? Jetzt. Ich habe aus Versehen rechts auf Goal geklickt. Oh, na endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas das unternehmen, weißt du? Streckt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als Erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was... Goal kann uns echt nicht helfen gerade. Katze am Fenster? Komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Okay. Alles klar. Für die Katze brauchen wir Katzenfutter und dafür müssen wir die Delfine in die Kantine bringen. Das wird echt, also hier durchreiche, ne? Gut, dafür haben wir wahrscheinlich diesen Köderfisch. Hallo. Komm, Fischi, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Irgendwie bezweifle ich, dass sie das aufheitern wird. Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür. Das hier habe ich mir bereits so geangelt. Meine Sachen stinken nicht. Sie riechen nach ehrlicher Arbeit. Upsi, da habe ich wohl... Aber noch hier ist... Das klappt doch alles nicht. Das wäre zwar sehr lustig, aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas Lustigeres einfällt, betrachten wir das mal als Plan A,5. A,5. Das wäre zwar aber so lang. Das hier habe ich mir bereits so geangelt. Das macht alles keinen Sinn. Das hier... Ich glaube, ich höre gleich erstmal auf, nach 2 Stunden. Da fallen mir gleich 1000 lustige Kunststückchen ein, aber keines, das spektakulär genug wäre, um meine überlegenen Dumme. Oder, Moment, vielleicht kann ich hier auch das, da? Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh,
Halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen, was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Was hast du da? Sind das... Können Sie da... Oh, die Jungen, was immerhin, aber... Die... Himmel, Rufus, hast du etwa immer noch diese Angewohnheit? Und hast du immer noch diese... Es funzt nicht. Ich muss meine Sachen nicht, ich will ja ein... Ein weiser Fell, aber nicht unbedingt. Das hier habe ich mir. Ich soll die Dinger da nicht ranhalten. Schleuse. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich kann mich vollstecken. Banane. Dafür brauche ich. Ich kann mich. Janusz. Ein Weiser, aber nicht un... Doch, benutzt den. Können Sie da... Oh, die jungen Delfine würden was im Himmel... Aber die... Welche nette junge da... Bin zu mal an einem Knopf. Ich glaube, wir sind jede... Quit? Oh. Aha. Bei Quit beendet sich das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Lasst einfach eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.